Hallo, meine Lieben, es gibt wieder News, aber keine gute. Ja, wie soll ich das jetzt genormt ausdrücken? Ihr kennt ja noch den Fall, ne, mit diesem ehemaligen, ach ja, Nationalspieler Christoph Metzelder, ne? Er hat ja nur 10 Monate auf Bewährung bekommen und die Staatsanwaltschaft ist dann in Berufung gegangen. Aber was da rauskam, ne? Könnt ihr hier lesen. Weil die Staatsanwaltschaft Düsseldorf die eingelegte Berufung zurückgezogen hat, ist die Bewährungsstrafe für den ehemaligen Bundesligaspieler nun bestätigt. Auch die Metzelder-Seite verzichtete auf eine Revision. Das ist ja echt, ne? Ich frage mich, wie das zustande kommen kann. Ich meine, 10 Monate auf Bewährung ist ja nur wirklich ein Witz. Der Prozess gegen den früheren Nationalspieler Christoph Metzelder ist abgeschlossen. Wie das Amtsgericht Düsseldorf mitteilte, sei das Urteil rechtskräftig. Der 40-Jährige war am vergangenen Donnerstag wegen des Besitzes bzw. der Weiterleitung Kinder- und/oder jugendpornografischer Dateien zu einer Freiheitsstrafe von 10 Monaten auf Bewährung verurteilt worden. Der Angeklagte hat auf die Rückgabe des Mobiltelefons und die Einlegung von Rechtsmitteln verzichtet. Die Staatsanwaltschaft Düsseldorf hat die eingelegte Berufung zurückgenommen und im Übrigen auf die Einlegung von Rechtsmitteln verzichtet. Ja, hieß es in einer Pressemitteilung des Gerichts. Die Staatsanwaltschaft Düsseldorf wollte mit einer Berufung nicht gegen das Strafmaß vorgehen, sondern so das Handy des Verurteilten nachträglich einziehen. Ich weiß nicht, wo geht diese Welt hin? Könnt ihr euch das vorstellen? Ich kann es mir nicht vorstellen. Okay. Ja, dann sehen wir uns wieder. Bis dann. Tschüss.